Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder, euer BullPC. Willkommen zurück zu Let's Play Minesamaka. Entschuldigung. Ich würde sagen, wir machen gleich dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben unseren Kacktransporter schon bei uns. Wir haben auch schon die erste Scheiße geholt von so einem Fäkalientank eines Hauses. Ja, jetzt hätte ich vor, mit unserem Van den Kühlergrill, den Drehzahlmesser zu holen, den Zinkanister aufzufüllen. Bombs da, gut, alles da. Benzinkanister aufzufüllen und so weiter. Ja. So, wo der Drehzahlmesser sich befindet, das wissen wir jetzt, ja. Also ich weiß es zumindest. So. Wunderbar. So, ich würde sagen, wir sind startklar und legen direkt los. Einfach brennen. Tja. Einkaufen müssen wir ja auch. Also ich glaube, das Kaffee wollten wir ja mal versuchen. Den Kaffee kann man ja schon mal holen. Denn um die Kaffeekanne und die Tasse zu holen, müssen wir da irgendwann mal auf die Insel fahren. Das hat aber noch Zeit. Ja, Hauptsache haben wir Kaffee da. Alles schön kleinweise. So, dann zu, dann machen wir es doch. Also geht das schon nicht gescheit. So, zu, wunderbar. Ab ins Auto. Ich wollte in den Ofen, will ich eigentlich. So, okay. So, und los geht's. Den Van wollen wir ja auch gleich tanken, würde ich sagen, weil, ja, ist halb voll. Ich meine, wenn wir schon in die Stadt fahren, warum nicht auch gleich unseren Van tanken? Sag ich mal, was erledigt ist, ist erledigt. So. Ab die Post, legen wir los. Der Rennen kommt man manchmal vor wie ein Auto ohne Stoßdämpfer. Also schon mit Federn, aber ohne Stoßdämpfer. Die springen auch so. Wenn Stoßdämpfer kaputt sind, wenn man durch den Dickgipfel kommt, dann merkt man dann nach den Autos halt, dass die einfach so nachschwingen und der kommt auch so vor teilweise. Das ist richtig schön. Aber trotzdem, man muss sagen, geht auf dieser Schotterstraße doch recht schnell. Nur wenn man nicht aufpasst, dann ja, voll die Weiche. Da kommt schon wieder der Wahnsinnige. Gleich mal über der raus, weil der ist jetzt zum Vergessen so viel. So. Irgendwann ist schon auf der rechten Seite, aber jetzt noch nicht, zeigt man auf euren Bahngleis drüber und dann irgendwann kommt das. Dann kommt auf der rechten Seite, muss man ganz genau schauen, eine Einfahrt, und dahinter auch eine so eine alternative Straße ist das, glaube ich. Das ist halt auch ein bisschen, wo man auch gleich Rennen fahren kann oder so, ich weiß es gar nicht. Und dort in der Nähe, irgendwo bei einer ganz scharfen Kurve, da befindet sich dann das Drehzahlmesser. Und der Kühlergrill. Die Sachen möchte ich jetzt drehen. Mal
Elf oder wie im Froschenhals, keine Ahnung. Ich hab's mal nicht vergessen. So. So, dann da runter. Vorsichtig fahren mit dem Bänder. Da kippt er gern um. Also, schaut kurz. Ja, doch, schon recht heftig da zum Fahren, aber trotzdem. Der Bänder kippt er gern um. So, er bleibt einfach gleich mal stehen. Was machst du? Dann sollte er nicht auch draußen sein, was ist der? Muss ich umschalten? Ah, okay. Ja. Jetzt geht's auch. Ja, was auch immer das jetzt war, ich weiß es nicht. Was da ist denn wenn? Lass mal einfach kurz laufen. Wir sind der gleich wieder da. Hoppala. Machen wir auf da. Auch wenn man es nicht benötigt aufzumachen, weil die Physik, wir kennen sie bei dem Spiel. Da sind sie schon. Der Drehzahlmesser liegt genau da vor unserer Nase jetzt in dem Fall. So lange haben wir dich gesucht, du kleines Schätzchen, du. Warum versteckst du dich genau hier? Wo ist der denn? Da. Sag uns das. So laufst du uns davon. So willst du dich mit deinen schönen Satsuma rein, ha? Ha? Was ist los mit dir? Stattdessen verkriechst du dich da mit dem Kübelgrill. Und da bin ich da jetzt hin, so. Aha. Da ist er, ey. So, okay. Ab zum Van. Rein mit euch. So lange haben wir euch gesucht. Zu mal. Passt. Ist das wirklich zu? Ja, jetzt auf jeden Fall. So. Einsteigen. So, okay. Wir fahren jetzt in die Stadt. Schon die schwarze Rauchwolke vom Bandsystem. Haha. Wieder mit uns auf die Straße. Ja, schaut ein bisschen. So. Nun einfach weiter Richtung Stadt. Weit aus dem Start kann man es nicht mehr, also es sollte nicht recht viel schief gehen, wenn ich nicht ganz schnell da irgendwo fahre, wieder mal. Sonst auch immer so schön raus. Ja, machen es mal ehrlich dazu, beziehungsweise merke ich mir auch Stellen, die das halt, die ich mir nicht merke, die im Landplan sogar doch hängen, wo ich denke, ah, brennt's lieber. Ja. Dafür sage ich euch ganz ehrlich, ich bin vorhin da runtergefahren, bin auf die Autobahn oder Schnellstraße gefahren und bin hingeflogen. Ja, ich hoffe, dass du alte 4. Wieder mal begonnen. So. Ich konnte den Van nicht aufstellen, beziehungsweise
kommt die wieder mal gar nicht raus. Ja, das hat normalerweise kann man ausstellen, man kann die Scheibe rausschlagen, damit man rauskommt und dann sich ihm helfen kann irgendwie. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Er probiert, konnte nicht so abschnallen. Aber er ist immer noch, wie wenn er sitzen würde. Er ist einfach nur drin gesessen im Auto. Ich konnte mich nicht weder nach oben noch unten bewegen, nicht zur Scheibe vorher, konnte es nicht rausboxen. Ja. Er fährt damit sein Lecker so langsam. Die Dinger gehen schon ganz recht schnell, wenn es in 2 Liter ist zumindest. Dann kommt die Blase dann noch da. Hat er, wie ich gesagt habe, glaube ich, habe ich das erwähnt, hat er auch so ein Auto, 2 eigentlich, hintereinander. Zuerst ein eigenen, mein erstes Winterauto war das, oder ein Alltagsauto. Ich kaufte um 900 Euro im Jahr 2004 und bin damit gefahren, ohne irgendwelche Probleme, bis 2011, auch verdammt viele Kilometer. Und dann hat mich ein Linienbus damit abgeschossen. Ja, dann war das Schicksal vom Wetter leider besiegen. Mein Vater hat ja auch, der hat ja auch 2, einen Vollausstattung und dann einen Sport als nächsten dann. Und den Sport hat er mir halt dann gegeben. So. Das war schon lange her, da war die Familie noch in Ordnung, jetzt ist leider alles ein bisschen nicht mehr so in Ordnung. Scheidung der Eltern nach 40 Jahren Ehe und ja, alles nicht so lustig. Wie es halt auch oft immer sagt, das Leben ist ernst genug. So, wir sind da bei der Tankstelle, wunderbar. So, eigentlich. Ja, ich stehe eigentlich wieder mal verkehrt da. Ich muss, ja, ich drehe gleich um. Ich stelle noch den Kanister da mal raus. Und ich möchte gleich beides auf einmal tanken. Würde ich halt gern. So, dann nehmen wir mal her. So, okay. Gut. Weil ich habe Angst, wenn ich einsteige und nicht gleich zahlen geht, sondern vielleicht eine Strafe kriegen. Ich weiß nicht, wie das Spiel da das dann übernimmt. Also sagt, okay, ja, sobald du einsteckst und fährst und, oder ja, startest, hast du nicht bezahlt und dann zahlst du Strafe, keine Ahnung. Deshalb, wenn ich beides zeitlich tanken will, dann mache ich das doch lieber so, dass ich sage, ich parke mich so hin, dass ich, nachdem ich den Kanister auffülle, nicht noch einmal irgendwie und parken muss oder so. So, okay, aus dem Gang. Warum ich denke, dass die ganze Zeit so eindreht, auf einer Seite weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Es hat auch die ganze Zeit den Force Feedback immer in eine Richtung an einen Drall, also es will die ganze Zeit in eine Richtung lenken. Muss man ständig gegenlenken. So wie bei Assetto Corsa zum Beispiel, wenn man einen Schaden hat auf der Spur, oder bei GT Legends, auch ein sehr gutes Spiel, aber schon etwas älter, dann zieht das Lenkrad natürlich auch immer in eine Richtung und man muss Kraft aufwenden, damit man Rad fahren kann. Und bei meinem Samarkar, da ist das eigentlich gang und gäbe, zumindest ja, ununterbrochen in irgendeine Richtung. So, unser Van ist mal voll, sehr gut. Machen wir den mal zu. So. Wunderbar, dann füllen wir jetzt noch unseren Benzinkanister auf. So, wunderbar, dann sieht man, ist das auch voll. Schließen das Teil. Na, ja, was ist da? Ja, auch interessant. Was ist, wenn da der Kofferdeckel auf die Birne fällt? Bin ich dann auch tot? Ja, auch immer sieht es lieber nicht aus. So.
So, wir haben gesagt, ich kaufe mal Kaffee, ein Kaffee. Ein Backel zum Öl, zwei Backel, was soll's. So, dann würde ich sagen, das ist schön. Welche Farbe nehmen wir uns mit? Ja, schauen wir uns die mal an, hätte ich gesagt, oder? So. Dann brauchen wir was zum Essen, haben wir gesagt, ein bisschen was zumindest. Das ist nicht übertreiben, aber tut das einfach. So, Milch haben wir noch, was ich weiß. On kyllä hirveeksi mennyt tää nuorison musiikkikin, mitä ne tuota radiosta soittaa. Ihan semmoista hirveätä jympötystä ja kitaran renkutusta ja tämmöstä, niin eihän tuommoista nyt kehtoa kuunnella. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. So, da sind wir schon. Jetzt gehen wir nach Hause. Also nach Hause nicht, sondern wen damit. So, du unsympathische Tür. Ich schmeiß das einfach so rein. Könnte man auch wieder mal waschen, wie die Scheibe ausschaut. Plexiglas wird das ja wohl noch kein sein. Dass das durch die Sonne oder durch Kratzer oder was auch immer so einen ekelhaften Anblick wiedergibt. So, ich meine mit diesem Gurt sich einfach so spaßhalber da drüben auch einen Gurt? Nein, geht nicht, oder? Nein, okay. Hey, was ist jetzt da? Ich habe mal gleich ohne Gurt. So. So, unser Van ist voll. Der Benzinkanister ist voll. Lebensmittel einkauft und Kaffee. Also, wir machen uns jetzt einfach auf den Weg Richtung nach Hause. Knapp 130, auf jeden Fall über 120, aber das reicht. Das ist schon wirklich nie, wenn man nur stark bremst, stärker bremst oder kleine Vorderungen macht. Das wäre eigentlich relativ das Fahrzeug teilweise. So, gut, wir haben jetzt alles. Wir haben ein Filtermesser, wir haben den Kühlergrill, wir haben die Lebensmittel einkauft, Farbe fürs Auto einkauft. Ja, können wir eigentlich einfach anfangen und dann bald abmachen. Schotterweg ist teilweise wirklich genau gefährlich, wenn man sich das so ansieht, aber das hat wohl schon auch den Sinn, dass man halt nicht so leicht hat beim Fahren, dass man dann doch ab und zu mal passiert, damit eben Schaden am Auto kommt, dass man halt sagt, wenn man reparieren fahren oder so, dürfen sich schon was dabei gedacht, um die Straße so gemein gefährlich zu machen, weil wenn es jetzt alles schön breit wäre wie bei uns und man das super fahren könnte und das zwei oder drei Spiele wäre, keine Ahnung was alles, dann ja, kann man durchpressen mit Vollgas und nichts passiert wahrscheinlich. Und so muss man doch etwas aufpassen, wenn man zwei den Bild, dann kommt schwingt das alles, wenn man zu weit außen fährt, fällt man runter und keine Ahnung was alles. Mit dem Dach oder auf der Seite oder hier hat gleich Mausebild. Da
falsche Balance im Führer, das ist so eine gute Stelle, wenn man da runterfällt, dann kommt man so leicht nicht mehr raus. Dann kannst du wieder einen Traktor holen, glaube ich, und das Auto hochziehen oder so. Das ist speziell jetzt ein bisschen schade. Das könnte eigentlich eine schöne Steilkurve sein, bis zum Schluss dann ins Holzbrett. Aber normal kann man da schön durchpressen und schön in die Steilkurve legen. Nein, da kommt auch schon wieder. Zisch ab! Ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass der aus der Richtung da wieder herkommt. Aber das noch zu dieser Stelle, da die so gemein gefährlich ist. Oder wie sie auch im Platz. Aber nein. So, wir gehen ab. Und fahren wir trotzdem. Jetzt haben wir nicht bereit, wo wir rein sind. Jump, kurz vom Heim. Sehr gut. Da sind wir wieder. Bremse abstellen. So, wir sind da. Okay, den Fetzermesser legen wir uns einfach mal rein. Natürlich werden wir den auch montieren, sowieso. Deshalb holen wir, ja. So. Dann hätte ich jetzt gerne noch den Führergrill da. So. Den schmeißen wir da mal an die Ecke. So. Und so ein Säckchen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das dann alles als erstes rausfliegen wird. Ich glaube, das werden wir zuerst reinnehmen wegen der Wurst und so. Benzinkanister und bumm, was wäre es jetzt, ne? Den jetzt einfach 30 Minuten, weil ich ihn aufgehaut habe. So, gut, den stellen wir uns doch einfach da rein, da hier in die Ecke da rein. So, geht da. Gut, Helm ist zu, Tür zu. So, haben wir das einmal langsam entleeren. Okay, das kann man doch. Ah, kommt einfach irgendwie. Gut. Soll es so sein. So, okay, ja, passt. Nicht zu viel einkauft, damit wir nicht wieder so Ewigkeiten herumräumen müssen. Aber ein bisschen was halt, weil ein bisschen was brauchen wir einfach. Naja, brauchen wir. Es ist noch genug im Kühlschrank, ich weiß, aber. Wenn man dann zum Beispiel alles hat, ja, ich denke mal jetzt
denke jetzt so, wenn ich jetzt alle, ich habe Benzin, ich brauche nichts vom Flint-Dairy oder von der Tankstelle oder sonst irgendwas, ich habe alles zu Hause und will einfach nur am Auto schrauben oder irgendwas machen und dann muss ich nur wegen der Nahrung in die Stadt fahren, das würde mich dann nerven. So, dann kriegen wir auch Auftrag. Mit Engagement, das sanoisi, mutta meidän toi likaa kaivo, niin se on tota ihan ääriä myöten täynnä, että okay. Pursua ihan minne sattuu. Sehr schön, wir haben wieder einen Auftrag, und zwar Poliisikku. Tankentransporter entladen, ja? Also nicht entladen, nicht den Transporter, sondern Tank entladen. Ich glaube, da werden sicher noch ein paar mehr kommen, also da bleiben jetzt einfach noch ein bisschen zu Hause. Es kann nämlich gut sein, dass da einfach noch wer anruft dann später oder so. Komm, das eine Milchpackung stört mich sowieso, trinkt das jetzt. So, passt. Achso, Entschuldigung, ich bin noch nicht so weit. Hier haben wir da noch was. Wir haben da jetzt noch das zum Einräumen. So, dann haben wir noch. Das muss noch rein. Das heißt, den Kaffee, also die Kaffee haben wir schon da, aber die ist verschwunden. Wieder die Bildung schon, ja sicher. Zwei sogar, was soll das Schmäh? So ein Dreck. So. Den Kaffee, den werden wir halt ein anderes Mal holen, das ist die Kaffeekanne von der Intro. Das lassen wir dabei mal alles so wie es ist, weil sind hier Aufträge immer wichtig, dass wir ein bisschen zu Geld kommen. Vor allem dieses, habe ich euch auch schon erzählt, das Entleeren des Kacktransporters ist auch nicht gerade günstig. Also, ja. Gut. Stellen wir da rein einfach daher. Schaut, dass man sich da auch in die andere Richtung einfach so drehen, dass ich das schön aufstellen kann. Das halt, ja, machen wir das. Das sind halt dann Kleinigkeiten. Das ist dann wirklich schon. Einsicht nicht dann in dem Fall, aber ansonsten glaube ich, habe ich recht mit der Steuer, wenn ich sage, die ist ein bisschen hakelig und nicht so toll umgesetzt, wie ich es mir wünschen würde. Aber dennoch, im Gegensatz zu manchen anderen Spielen, muss ich sagen, läuft dieses Spiel halt wirklich sehr stabil. Jetzt ohne Abstürze und so, das war zu Beginn, wie das Spiel rausgekommen ist, eine Katastrophe. Das hat sich offenbar wirklich geändert. Da hat da viel Fleiß reingesteckt in das Spiel, glaube ich, damit das stabil läuft. So, da la, okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen speichern. So. Ja, was machen wir das nächste Mal? Das nächste Mal würde ich sagen, werden wir den Kacktransporter wieder nutzen. Oder warten noch auf weitere Aufträge, werden wir schauen. Wird sich alles zeigen. Ich danke euch wieder mal fürs Zusehen, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, weil es wieder heißt Let's Play My Summer Car. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, baba!